So, Unterhebel mit Ironsides. Schönes Teil, muss ich sagen. Der Unterhebel-Repetierer. Kriege ich immer so einen kleinen Wild-West-Flair. Aber ja, ich weiß, diese Waffen wurden im Zweiten Weltkrieg vielleicht eher weniger benutzt. Höchstens von Reservisten, würde ich sagen. Oder Notfallvorräte. Ich glaube nämlich, im Ersten Weltkrieg waren solche Waffen noch vertreten. Im Zweiten Weltkrieg bin ich mir nicht sicher, ob die überhaupt noch großartig benutzt wurden. Höchstens halt, wie gesagt, von Reservisten oder aufständischen Truppen. Wie Guerillakämpfer oder so. Anders kann ich mir das gerade nicht mehr denken. Weil ich bin mir nicht sicher, ob irgendeine Nation wirklich so eine Waffe noch benutzt hat. Aber ich habe sie gerne gespielt. Sie hat wirklich Spaß gemacht. Ich mag die Handhabung der Waffe, die Animation, das Nachladen. Das sieht alles relativ nice aus. Ist auch irgendwie eine Waffe, die gut Laune macht. Hat eine gute Time to Kill, nenne ich es mal. Ich hatte ja ein paar Sniper, mit denen ich bei weitem mehr Hitmarker verteilt habe als direkte Kills. Diese Waffe gehört auf jeden Fall zu einer der direkten Killwaffen, die auf jeden Fall effektiver waren. Wobei ich sagen muss, so eine japanische Typ 38 hat ein dickeres und mächtigeres Kaliber, was eigentlich einen bei weitem mehr umhauen sollte, anstatt diese Munition von der, ich denke mal, Unterhebelrepetierer, die ist glaube ich nicht... Oh, Hitmarker. Aber ich glaube, die ist natürlich nicht so gigantisch. Da sollte wirklich... Aufklärungsflug abgeschlossen. Oh mein Gott. Das haben wir noch überlebt, aber ich meine ja wirklich, da sollte theoretisch doch der Unterhebelrepetierer mehr Aua machen als beispielsweise weniger Aua machen als zum Beispiel eine Typ 38. Nur so nebenbei. Das ist aber auch nur meine Ansichten. Vielleicht liege ich auch falsch, dass wirklich die Unterhebelmunition verheerender ist, die hier im Spiel benutzt wird, als die schön große, voluminöse Typ 38 Munition der Japaner. Oder welche Sniper sind denn noch dabei, welche so wenig Schaden gemacht haben, dass man sehr häufig Hitmarker gemacht haben. Die PTSR hat auch häufig Hitmarker gemacht. Und das ist ein Anti-Tank-Kaliber. Von dem wollte ich nicht getroffen werden. Ist eigentlich gedacht für Anti-Tank-Bekämpfung, aber hey. Ja, gut. Mal sehen, ob wir mit der Mörser Kills machen. Meistens bin ich damit zu langsam. Hey, einen immerhin. Immerhin einen. Ja, auf der Range mache ich nur Hitmarker. Muss ich mich mal kurz eine Sekunde beruhigen. Ja. Jetzt campen wir hier etwas. Mal sehen, ob wir gleich noch jemanden hier kriegen. Communications ist immer so gerne gesehen bei Gegnern. Der hat auf jeden Fall einen Sniper. Oder warum hat er sich so komisch umgeguckt und bewegt? Oh, was schießt denn da? Da kommt einer hoch. Und ich habe mit dem Revolver total veraimt. Das war natürlich mein Problem. Mein Fail. Was wir jetzt aber wissen, ist, dass da jemand langkommen wird auf einer dieser beiden Routen. Und der ist sogar schon durch. Und diesmal haben wir ihn bekommen. Mit dem Revolver. Schön Esmine hinlegen. Esmine waren echt stark in dem Game. Ich bin in Claymores zum Beispiel bei Modern Warfare 2 so gut wie nie reingelaufen, aber die Esmine in diesem Spiel, die sind crazy gewesen. Obwohl man sich einfach hinlegen konnte. Wenn man sich einfach hingelegt hat, alles easy. Oh, Hitmarker. Das ist eine seltene Sache, die man mit der Waffe macht. Aber scheinbar passieren sie. Naja. Bin halt ja auch nicht der beste, nennen wir es mal, Sniper. Aber hey, das war leider kein Trade-Kill, der hat mich eiskalt erwischt. Da aber auch ein GG an ihn. Ich habe zu lange gebraucht und er war schon ready. Und er positioniert neben dem MG42 seine Lewis. Schlau. Sehr schlau. Und da veräme ich leider und unser Buddy hat ihn auf jeden Fall nicht gesehen, dass er da runtergesprungen ist und bis zum nächsten Mal. Euer Remske.